Hallo, Froh. Hallo, Frau Sonne. Das ist ja eine Überraschung. Rufst du aus Berlin an? Ja, Paul und ich sind gut in Berlin angekommen. Wir waren schon auf dem Fernsehturm. Er ist sehr hoch. 368 Meter. Ja, lieber Froh. Er ist das höchste Bauwerk in Deutschland. Und da oben gibt es ein Restaurant. Wir haben ein leckeres Eis gegessen. Und die Aussicht über die Stadt war mega. Fast wie aus meinem Raumschiff. Schauen Sie mal, ich schicke Ihnen ein Foto. Klasse, Froh. Hast du denn auch schon einen Berliner gegessen? Einen Berliner essen? Aber Frau Sonne, was meinen Sie? Ach nein, lieber Froh, nicht so einen Berliner. Ich meine nicht jemanden, der in Berlin wohnt. Ich meine diesen Berliner hier. Das ist ein süßes Gebäck. Stimmt, das habe ich schon in vielen Bäckereien gesehen. Aber hier in Berlin heißt es nicht Berliner, sondern Pfannkuchen. Ja, du hast recht, lieber Froh. Und im Süden von Deutschland heißt es Krapfen. Aha, es gibt drei Wörter für eine Sache. Das stimmt. Manche Dinge heißen nicht überall in Deutschland gleich. Liebe Kinder, lasst uns dazu eine Übung machen. Liebe Kinder, die erste Übung war nicht schwer, oder? Froh, wart ihr schon im Berliner Zoo? Habt ihr schon die Berliner Mauer gesehen? Berliner Zoo, Berliner Mauer. Frau Sonne, ich möchte noch etwas wissen. Wann bekommt das Wort für die Stadt Berlin diese Endung ER? Berliner. Das ist ganz einfach. Mit dem Artikel der davor und der Endung ER wird aus dem Ortsnamen Berlin ein Einwohner von Berlin oder das leckere Gebäck. Aber kommt nach dem Wort Berliner noch ein Nomen, dann wird aus Berliner ein Adjektiv. Das schreibt man aber immer groß und das Wort bekommt nie eine Endung. Aha, jetzt verstehe ich. Das Adjektiv zeigt mir, in welchem Ort etwas ist oder woher etwas kommt. Der Berliner Fernsehturm oder die Berliner Currywurst. So ist es, lieber Froh. Und das funktioniert auch mit jedem anderen Ortsnamen. Und immer nur ER, ohne Endung. Der Kölner Dom oder das Wiener Schnitzel. Ich habe schon wieder Hunger. Ich kaufe jetzt einen Berliner für Paul und mich. Tschüss, Frau Sonne, bis später. Alles klar, lieber Froh. Und für euch, liebe Kinder, kommt jetzt die nächste Übung. Liebe Kinder, ihr seid super. Hallo, Froh. Na, was machst du gerade?
Hallo Frau Sonne, wir machen gerade eine Fahrradtour und sehen die Berliner Mauer. Oh, wie interessant! Wo früher die Berliner Mauer war, kann man heute Fahrrad fahren. Ja, das machen wir auch. Das ist eine sehr bekannte Fahrradtour. Hier haben viele Menschen die Mauer bunt bemalt. Moment, ich schicke Ihnen ein Selfie. Danke für das schöne Foto, lieber Froh. Zum Glück trennt die Berliner Mauer die Stadt nicht mehr, sondern ist heute nur noch eine Sehenswürdigkeit. An der East Side Galerie gibt es viele Bilder und Graffiti an der Mauer. Ja, das sieht toll aus. Aber jetzt ist unsere kleine Pause vorbei. Wir wollen weiter zum Mauermuseum. Das wird bestimmt sehr interessant. Aber Froh, warte! Ich habe noch einen Tipp für dich. Es gibt nicht nur das Mauermuseum, sondern auch den Mauerpark. Dort könnt ihr wieder eine Pause machen und einen großen Flohmarkt besuchen. Cool! Und der Park liegt direkt auf unserem Radweg? Ganz genau, lieber Froh. Viel Spaß und gute Fahrt! Dankeschön! Bis später! Tschüss, Froh! Liebe Kinder, wollt ihr auch eine Tour durch Berlin machen? Dann bereitet euch darauf vor und macht eine Übung! Liebe Kinder, ihr arbeitet super mit. Weiter so. Hallo Froh, wo bist du jetzt? Hallo Frau Sonne, wir machen jetzt eine Pause im Mauerpark. Das Mauermuseum war sehr interessant. Klasse, lieber Froh. Und wo hat es dir bis jetzt am besten gefallen? Es ist alles so schön hier. Aber ja, wir sind auf dem Potsdamer Platz zwischen den Hochhäusern Fahrrad gefahren. Das war aufregend. Wow, ihr seid sehr mutig. Ach, das war nicht so gefährlich, denn in Berlin gibt es überall Fahrradwege. Dort dürfen keine Autos fahren. Das stimmt, lieber Froh. Aber wohin seid ihr dann gefahren? Oh, dann sind wir in den Tiergarten gefahren. In den großen Park, direkt neben dem Potsdamer Platz. Ach ja, habt ihr auch gesehen, wo das Brandenburger Tor ist? Ja, das Brandenburger Tor ist hinter dem Tiergarten. Vor dem berühmten Pariser Platz. Toll! Ihr habt wirklich schon viele Sehenswürdigkeiten gesehen. Oh ja, liebe Frau Sonne, es war so spannend. Ach, da kommt Paul mit einer echten Berliner Currywurst. Wir essen schnell und dann fahren wir weiter. Ich melde mich später nochmal. Tschüss! Guten Appetit, lieber Froh. Und was ist mit euch, liebe Kinder? Könnt ihr euch auch so gut wie Froh in einer Stadt orientieren? Hier kommt die nächste Übung. Liebe Kinder, ihr habt die Übung richtig toll gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Das ist nochmal unser Froh. Hallo, Froh. Hallo, Frau Sonne. Raten Sie mal, wo wir jetzt sind.
Oh, das ist der Berliner Dom. Er macht eine Rundfahrt auf der Spree. Ja, wir sind so viel Fahrrad gefahren und waren müde. Auch zu müde für das Stand-Up-Paddeln. Wir hatten große Lust auf eine Fahrt mit dem Schiff, denn vom Wasser aus kann man auch viele Berliner Sehenswürdigkeiten sehen. Was habt ihr noch gesehen? Schick uns doch mal ein paar Fotos. Ja, einen Moment bitte. Das ist das Regierungsviertel mit dem Bundestag. Und hier sieht man die Museumsinsel und dort hinten den Fernsehturm. Und das ist die Oberbaumbrücke. Auf dem Foto sieht man sogar die U-Bahn. Wow, Froh, danke! Du kannst wirklich gut fotografieren. Danke! So eine Städtereise in Deutschland macht Spaß. Es gibt so viele interessante Städte. Ich möchte noch viel mehr reisen. Ja, Froh, aber jetzt erst einmal noch viel Spaß in Berlin. Mach's gut! Ja, danke! Tschüss, Frau Sonne! Ciao! Liebe Kinder, der Unterricht mit euch macht richtig Spaß. Macht's gut. Tschüss.